Ich habe 4 Freunde und diesen Whirlpool. Und wer zuletzt in diesem Whirlpool bleibt, gewinnt 500 Euro. Aber es gibt einen Haken. Alle 5 Minuten wird an diesem Glücksrad gedreht. Und ich würde sagen, let's go! Ah! Als allererstes, ich habe meine dreckige Schmutzwäsche mitgebracht. Nein, Digga! Können wir gerne einmal holen. Ah. Nein, Digga! Diese Unterhose hatte ich das letzte Woche den ganzen Tag an. Danke. Ah! Ah! Einmal schön ausgrün. Ihr müsst euch überlegen, alles tust du vielleicht so einmal im Monat. Ihr müsst meine Wäsche waschen, meine Waschmaschine ist kaputt. Ja, mega. Sven dritt als nächstes. Okay, let's go. Ich würde für 500 Euro meinen Arsch verkaufen, deswegen ist mir das voll. Oh mein Gott. Oh, schau. Komm rein, schau, Party. Kann ich meine Unterhose waschen? Ich glaube, wir wollten gar nicht rausgehen. Nee, ja. Du hast das Waschsalon. Ich muss ja auch mit. Ah, das Rollfass war geil. Damit kriegt ihr mich niemals raus. Das sind immer mehr, Digga. Johannes, geh raus! Ihr beide, ihr macht alles für Geld, meint ihr? Die würden drin bleiben, wenn ich hier reinkacken würde. Dann geht's zu weit. Das Ding ist, die würden hier sogar übernachten. Also da bin ich auf jeden Fall raus. Ich will hier übernachten. Willst du auch übernachten? Ja. Ich drehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh! Du Scheiße! Johannes, was hast du für Scheißideen? Johannes! Video Heiligungskinderkanäle. Ich will nicht mehr. Ich hab noch nie so was Komisches in meinem Leben gemacht. Okay, Lea dreht. Zähne putzen. Ah, fällt mir ein. Ich hab nur noch gleich die Zähne geputzt. Yummy. Och, danke dir. Oh, ich danke dir. Damals, wo ich richtig müde war, hat meine Mutter mir sowas ins Bett gebracht. Ihr lasst jetzt erstmal ein Abo da, denn 90% der Leute, die diesen Kanal regelmäßig gucken, haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Deswegen würde ich sagen, lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um keins der krassen Videos mehr zu verpassen. Und liked das Video und teilt es gerne, damit ich in Zukunft noch krassere Videos machen kann. Außerdem, wenn ich dieses Jahr noch die 500.000 Abonnenten knacke, werde ich meine Haare komplett pink färben. Und das nicht nur mit Karnevalsfarbe, sondern richtig pink. Also lasst ein Abo da. Warum macht der Bär wieder komisch? Dinge. Wer will? Was? 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 Hast du gerade in die Pfeife gekotzt? Hör hier rein. Oh, Junge, jetzt hör auf. Auf Bär. Ah! Auf! Oder? Auf Sven, so nah. Bär, hallo, voll. Zahnpasta. Oh, nee, was ist denn da noch? Komm! Hör doch raus! Hör doch auf, bitte, hör auf damit! Hör doch auf! Hör doch auf! Oh, der Bär! 3, 2, 1! Warum kannst du noch mal drehen, Digga? Oh, es ist mittlerweile schon richtig kalt. Es wird nämlich richtig kalt, obwohl das 30 Grad sind. Oh, die Dart-Challenge. Die Dart-Challenge, da vorne ist die Dartscheibe. Seht ihr die? Ja. Jeder muss jetzt einmal auf die Dartscheibe werfen. Und wer am schlechtesten trifft, muss den Pool verlassen. Ich muss so auf Klo, by the way. Ohne Witz. Ich pisse nicht in diesen Eimer und ich pisse auch nicht hier rein. Ja, dann kannst du auch einfach gehen. Also es gibt einen Pisseimer. Wenn man auf Klo muss, kann man den Pisseimer benutzen. Sven hat schon angekündigt, dass er den auch wieder benutzen wird. Ich denke, diese 500 Euro sind auf jeden Fall wert. Nein, ich würde sagen, ich werfe als erstes. Yeah. Let's go. 3, 2, 1. Oh! Oh! Ja! Raus mit dir hier! Oh! Ja! Ist ja nicht so schwer! Ist ja nicht so schwer! Oh! Ich bin auf jeden Fall nicht rauf! Oh! Okay! Ja! Trotzdem. Trotzdem. Moritz und Zoe haben fast genau gleich geworfen, deswegen machen wir nochmal ein Stechen. Let's go! Ihr seid dran! Oh! Du kannst gehen. Du bist raus. Jetzt schon, Digga. Das war eine kurze Ehe. Ich futze mal kurz rein. Nein. So, und schau. Ich muss richtig dringend auf Klo und ich pisse jetzt nicht in den Eimer. Wenn man auf Klo muss und so hier kann er nicht in Dings pissen, kriegst du 100 Euro abgezogen, wenn du jetzt auf Klo gehst. Zusätzlich verlose ich noch 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt jetzt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Und weiter geht's mit dem Video. Aber du darfst wieder reinkommen. Das ist so asozial. Also du kannst nur noch 400 Euro gewinnen. Also ist ja klar, dass ich nicht in Eimer. Leute, ich schreibe mir in die Kommentare. Wenn ich nicht kacken muss oder so, muss ich auch 100 Euro abgezogen von meinem Geld. Okay, ich gehe jetzt. Okay. Halt's nicht mehr auf. Wollt ihr was auf Klo? Ja.
Das war so geil. Komm, hat sofort wieder rein. Hundertmal gelohnt, dafür 100 Euro auszugeben. Ich glaube, Zoe, das war das teuerste auf Klo gehen in deinem ganzen Leben. Sollst du gewinnen, hast du nur noch 400 Euro, was natürlich immer noch viel Geld. Okay, Sven dreht das nächste. Und bitte. Und. Ah, Joker! Oh. Lea. Ich bin Algenklar. Oh, also, ist das von gestern? Ja! Du hast jetzt die Chance, 100 Euro auf deinen Gewinn nochmal drauf zu kriegen. Also 600 Euro, wenn du einen Shot von diesem Algenglas davon trinkst. Was hier gestern drin war. Das war gestern. Bei diesem Pool habe ich gestern stundenlang sauber gemacht. Der sah aus wie Algengrütze. Ich kann das mal ganz kurz einblenden. Der Whirlpool sieht ja wirklich aber nur mega aus, Digga. Das ist die Drehlocation, ja, ja. Es war wirklich so eklig und ich habe mir noch ein Glas davon gesaved für heute. Und wenn du jetzt einen Shot trinkst, ist 100 Euro noch auf deinen Gewinn drauf. Nicht mal ich. Kann ich erstmal dran riechen? Oh mein Gott, das ist so eklig, das ist so mies. Aber das Ding ist, im See ist auch nicht anders, ne? Ja, eigentlich ist das Seewasser. Komm zu und durch. Eigentlich durch. Was? Wonach hat das geschmeckt? Das schmeckt lang nichts. Wow. Sollte Lea gewinnen, 600 Euro, sollte Sven gewinnen, 500 Euro. Und du gewinnst, 400 Euro. Ich würde sagen, ich drehe jetzt wieder ein Glücksrad. 3, 2, 1. Let's go! Flash. Das geht länger an. Und. Essen! Ja! Ich habe aber was vorbereitet. Ich gehe nämlich freiwillig raus jetzt. Hä? Ich verzichte auf das Geld. Ihr könnt das schon unter euch machen. Ich werde jetzt nämlich was kochen für mich. Ich lasse jetzt mal alleine. Ich gehe jetzt mir was kochen, Leckeres. Okay, Freunde, ich will die anderen jetzt richtig ärgern. Ich habe schon was vorbereitet und deswegen koche ich ihnen erst was vor. Denn HelloFresh hat mir ein sehr cooles Paket zugesendet. HelloFresh ist auch der heutige Sponsor des Videos. Vielen, vielen Dank dafür. HelloFresh liefert nicht nur mir frische Zutaten nach Hause, sondern auch dir. HelloFresh, deine Rezeptkarten, deine Lieblingsgerichte. Und ich habe ja auch schon Gerichte ausgewählt. Einen wunderschönen, leckeren Cheese-Bacon-Burger. Diese richtig coolen Rezepte sind dafür da, dass du nicht mehr überlegen musst, was du zu Hause kochst. Denn diesen Job übernimmt komplett HelloFresh für dich. Was unfassbar einfach und unfassbar easy ist. Und ihr müsst doch nicht mal einkaufen. Gehen, denn sie liefern es bis zu eurer Haustür. Es gibt auch vegan, vegetarisch und unfassbar viele andere Variationen. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Fangen wir an mit dem Burger. So, die Pommes sind fertig, kommen jetzt für 20 bis 30 Minuten in den Ofen rein. Das Coole an HelloFresh ist, dass sie alles perfekt portioniert mitliefern. Also hier zum Beispiel die Hühnerbrühe, perfekt 6 Gramm, die hier rein müssen. Also kann man gar nicht zu viel oder zu wenig reinmachen. Also es ist immer perfekt. Das sieht so lecker aus, ich hab so Hunger. Ich habe, glaube ich, die leckersten Burger ever gekocht, Leute. Wollt ihr ihn haben? Ja. Dann müsst ihr leider rauskommen. Dann könnt ihr euch mit mir jetzt ein Date. Ich komm raus. Nein. So schnell hier, dann bitte sehr. Ich komm dafür raus, Leute. Ja? Ja! Hi, Leute, ich esse jetzt was. Ich helfe dir so, ich komm raus. Hol den Handtuch und dann essen wir das erstmal. Wir müssen einmal ganz kurz den Geschmackstest testen. Richtig lecker, Alter. Alter, lecker. Okay, Zoe ist rausgegangen. Das Ding ist, ich hätte so oder so jedem einen Burger gegeben. Bisschen dumm von Zoe, dass sie rausgegangen ist. Die hat auf jeden Fall das Geld verloren. Ich würde sagen, guten Appetit an euch. Und hat es euch geschmeckt? War lecker? War ultra geil, Digga. Muss okay. Man sagen, hast du sehr gut gemacht. Ich bin aber auch Meisterkocher. Es war aber auch sehr einfach, muss ich sagen. Und für euch habe ich noch einen Rabattcode, nämlich der Code Johannes. Gibt ihr bis zu 120 Euro Rabatt auf eure Bestellung und für eure erste Box sogar noch mal kostenlosen Versand. Das Ganze geht aber auch für euch. Also schaut vorbei am ersten Link in der Videobeschreibung. Digga, ich werde mir direkt morgen eine Box bestellen. Jetzt würde ich sagen, drehe ich wieder am Rad. 3, 2, 1. Yippie! Eis! Ich habe euch als Nachtisch ein schönes Eis vorbereitet. Oh, das ist doch super, oder? Sie kriegen bestimmt kein Eis. Ich habe heute jedes Eis, das sie da hatten, gekauft. Das werden wir jetzt mal schön da reinkippen. Können jetzt nicht die ganze Nacht da drin verbringen. Ich hoffe, das kühlt das Wasser noch ein bisschen ab. Und, Geh du raus. Bitte, Lea. Bitte. Geh raus. Ich brauch das Geld nicht mehr. Lea, jetzt geh doch einfach. Aber wenn ihr auf Klo müsst, by the way, ne? Nein. Das kannst du nicht bringen, Digga. Ich muss hier weg. Es kann wirklich nicht schlimmer werden. Es ist so respektlos. Ey, Junge, mir ist das Geld echt viel wert. So. Ich weiß, wie scheiße. Ja, ich habe jetzt die Pisse ausgetauscht. Und jetzt tue ich das Zeug hier rein. Eine Brause. Das werde ich jetzt da reinkippen. Das wäre so unfair, weil es für mich viel schlimmer ist, als für ihn in seiner Pisse zu... Ja, schon... Nein! Das ist keine echte Pisse. Natürlich sieht das wie Schwimmel. Nein! Man riecht es. Farbe gehabt. Das hat nicht die Farbe gehabt. Ja, es ist mittlerweile schon etwas dunkler geworden. Ihr seht echt nicht mehr so glücklich aus. Deswegen würde ich sagen, das war Bombe. Oha, wie krass das aussieht. Holy shit. Hä?
das ist jetzt das, was jetzt krass sein soll, oder was? Nein, das ist doch das Schöne für euch. Mann, Sven. Lea. Wenn ich jetzt verliere, dann heule ich. Ich habe so viel Scheiße jetzt schon mitgemacht. Lea, bitte. Bereit für die nächste Challenge? Ja. Die nächste Challenge. Wenn ihr die verkackt, bekommt ihr eine extreme Bestrafung, die ihr vielleicht rausgehen müsst. Und zwar machen wir jetzt, wer länger tauchen kann in dieser Scheiße. Der Verlierer muss nämlich den Hotchip essen. Och nee, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben Milch da, aber die steht draußen. Der Verlierer muss den Hotchip essen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, und go! Okay. Beide sind gleichzeitig untergegangen. Wir sind unten. Die Schiedsrichtercam ist on time. Ja, da warten wir jetzt einfach mal. Es geht um Hotchip, Leute, ne? Und wenn ihr esst, habt ihr wahrscheinlich das Geld auch nicht mehr, ne? Den ganzen Tag für die Katze, wenn ihr jetzt verkackt. Also, reiß euch zusammen. Kann ich frisch. Ah! Sven muss essen. Ich hab keine Ahnung. Sie ist richtig glücklich. Keine Ausreden mehr. Dann würde ich halt nicht. Vielleicht ist er gar nicht so schlimm. Ich würde dir auch anbieten, wenn du den Hälfte zu essen. Das ist der Hotchip Sven. Ich würde sagen, guten Appetit. Geht, oder? Geht? Wenn du kotzt, musst du sag Bescheid. Kotzen darfst du, ist kein Problem. Was ist los? Was ist los? Willst du rausgehen? Du kannst rausgehen. Dann geh raus. Dann hast du verloren. Nein, nein, nein. Ich konnte ihn nicht länger leiden lassen, war mir so ehrenlos. Wir haben nicht mehr. Er weint. Es nimmt kein Ende. Ist dir gut? Streck mal die Lage. Was soll bitte jetzt noch passieren? Also mal ganz ehrlich, was wollt ihr denn noch tun? Ich habe alles gemacht, um die beiden da rauszuholen. Es geht nicht. Selbst der Hotchip kriegt Sven da nicht raus. Jetzt entscheidet die Zeit. Let's go. Wir haben jetzt schon mittlerweile 22 Uhr. Ich zeige euch hier eine Atomuhr, das ist nicht gefaked. Es ist wirklich die Uhrzeit. Ihr beide seid seit 8 Stunden hier drin. Das war nicht geplant. Ich dachte, ja, eben eine kleine Challenge, dann fliegen die raus. Es ist die längste Aushalten-Challenge jemals. Aber das finale Spiel heißt alles oder nicht. Ihr habt nämlich 2 Karten bekommen, die ihr am Handy zeigen könnt. Entweder ihr teilt euer Geld oder eine Person nimmt alles mit nach Hause. Sollten aber beide Personen das zeigen, kriegt ihr nicht. Sollte aber jetzt zum Beispiel du das zeigen und sie das zeigen, kriegt sie 600 und du nur 500, weil sie hat 600 Jahre im Pott. Sollten aber beide das grüne Emoji zeigen, bekommen beide 250. Ich würde sagen, ihr könnt euch gerne beraten. Ihr habt eine Minute Zeit, dann müsst ihr zeigen. Und bitte. Okay, überlass mir das ganze Geld, weil ich habe einen höheren Gewinnpott. Und dann gebe ich dir privat hintenrum deinen Teil. Aber sie können dich auch scammen. Das heißt, du müsstest das grüne wählen und ich das rote. Aber sie kann dich immer noch scammen, ne? Würde ich aber nicht machen. Ja, aber sagen, kann ich auch kein Aufgefühl sagen, wenn der Tag lang ist. Ich bin aber eine sehr vertrauenswürdige Person. Nee, sagt sie und lacht sich dabei kaputt. Ja. Oder ihr nehmt beide das links und ich gebe euch separat beiden das Geld, dann habt ihr beide safe das Geld. So ist nur so ein Teil, Sven, ne? Ja, müsst überlegen. Teilt es um, ihr müsst jetzt zeigen. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, die hat alles gewonnen. Glückwunsch, was du mit dem Geld machst, ist mir egal. Ich würde sagen, ihr könnt rausgehen aus dem Pool. Wir saßen 8 Stunden in diesem Pool. Ich glaube, wir waren noch nie so lange im Wasser. Bis zum nächsten Mal und ciao!